Montessori education is an extremely high flow education, and that's one of the reasons the accelerated learning and the amplified creativity that Montessori kids tend to outperform other children of the same age on every single test you can give them, from intellectual tests to social skills, doesn't matter. Als ich neulich die Rede von Steven Kotler, dem weltbekannten Autor im Bereich der Spitzenleistung und High Performer, angehört habe, war ich gar nicht überrascht, als Steven die Montessori-Pädagogik erwähnt hat. Denn den Begriff Flow, worüber Steven in seinen zahlreichen Bestsellerbüchern schreibt, habe ich zum ersten Mal in der Montessori-Pädagogik gehört. Flow ist der Zustand, in dem man völlig konzentriert an etwas arbeitet, in dem man in seine Aufgabe aufgeht und dabei verliert man Zeitgefühl. Man weiß nicht, ob man 20 Minuten oder 2 Stunden an etwas gearbeitet hat. Flow ist der Zustand, in dem man seine höchste Leistung erbringt. Montessori Education is built around 3 important flow triggers. The first is autonomy, right? We like being masters of our own ship. We pay more attention to stuff when we're driving the bus. Montessori Education is self-directed learning. The kids get to choose what they're working on. The next thing Montessori education has is uninterrupted concentration. It is built around 90 to 120 minute blocks of uninterrupted concentration. Self-directed learning, uninterrupted concentration. Uninterrupted concentration is probably the foundational flow hack. Lastly, deep embodiment, which is just a fancy way of saying I'm paying attention to multiple sensory streams at once. So what does this look like in education? It emphasizes learning through doing, right? Don't just read about the windmill. Go out and build one. This will engage your hands and your eyes and your senses. Pay more attention to it. Ich möchte mit Ihnen heute über diese 3 Träger sprechen, die in der Montessori-Pädagogik die Grundprinzipien der Pädagogik bilden und die mit Sicherheit Montessori-Kinder zu High-Performer machen könnten. Ununterbrochene Konzentration oder, wie man das in der Montessori-Pädagogik nennt, Polarisation der Aufmerksamkeit. Maria Montessori hat zum ersten Mal dieses Phänomen entdeckt, indem sie ein Mädchen beobachtet hat. Das Mädchen hat mit dem Einsatzzylinder gespielt und sie war völlig konzentriert in ihrer Aufgabe. Dann hat Maria Montessori die Kinder, die im Raum waren, gebeten, laut zu singen und Lärm zu machen. All das hat das Mädchen nicht aus ihrer Konzentration rausgerissen. Sie war völlig vertieft in ihre Aufgabe und als sie aufhörte, war das von alleine. Also es war nicht von äußerlichen Einflüssen, sondern von alleine und sie sah sehr glücklich dabei aus. Und jedes Mal, wenn eine solche Polarisation der Aufmerksamkeit stattfand, begann sich das Kind vollständig zu verändern. Es wurde ruhiger, fast intelligenter und mitteilsamer. Maria Montessori hat dieses Phänomen als Polarisation der Aufmerksamkeit genannt und darauf basiert die gesamte Pädagogik von Maria Montessori. Und das Ziel der vorbereiteten Umgebung und das Ziel der ganzen Pädagogik ist, die Kinder zu diesem Zustand zu bringen. Dieser Zustand nennt man auch Flow. Kinder, die so konzentriert einer Tätigkeit nachgehen können, stärken dabei ihre innere Persönlichkeit und strukturieren ihre Wahrnehmung von der Welt. Zudem sind diese Kinder sehr zufrieden, die haben diesen Zustand der vollsten Zufriedenheit. Somit hat die Polarisation der Aufmerksamkeit Einfluss auf den Geist des Kindes, auf seinen seelischen Zustand und auf den Intellekt des Kindes. Und die Kinder können ziemlich schnell in diesen Flow-Zustand eintreten, die Erwachsenen aber nicht. Wir müssen da ein bisschen uns helfen und bestimmte Träger beachten, wie wir in diesen Zustand reinkommen. Und wenn man schafft, ziemlich oft in diesen Flow-Zustand zu kommen, wird man wirklich zu einem wahren High-Performer. Eine andere Angewohnheit, was die High-Performer haben, und davon hast du bestimmt gehört, ist, dass diese Leute sehr, sehr viel lesen. Aber für diejenigen von euch, die das Gefühl haben, die haben einfach keine Zeit zum Lesen, gibt es eine App namens Blinke, die ich nur wärmstens empfehlen kann. Und ich bin meiner Freundin sehr dankbar, dass sie mir diese App gezeigt hat. Was Blinkist im Wesentlichen macht, ist, dass sie die Kernaussagen aus tausenden verschiedenen Sachbüchern nehmen und diese in 15 Minuten komprimieren, sodass du nur die wesentlichen Inhalte aus diesen Sachbüchern erfährst. Jetzt kannst du eine kostenlose Testversion ausprobieren und falls du das tust, empfehle ich dir unbedingt das Buch Flow von Michael Csikszentmihalyi anzuhören. Obwohl Flow bereits von Maria Montessori beobachtet und in ihrer Pädagogik implementiert wurde, intensiv
erforscht wurde dieser Zustand von Mihaly Csikszentmihalyi, dem Autor dieses Buches. Und einige Punkte aus dem Flow, die ich in diesem Video erwähnt habe, stammen aus diesem Buch. Eine andere Möglichkeit, wie ich die App Blinkist nutze, ist so eine Art Filter. Nachdem ich das Buch in 15 Minuten angehört habe oder gelesen habe und wenn ich ein großes Interesse an diesem Buch habe, investiere ich dann meine Zeit und lese das Buch vollständig oder höre das Buch vollständig an. Wenn du also an einer jährlichen Mitgliedschaft interessiert bist, hast du heute die Chance, Geld zu sparen und Blinkist selber auszuprobieren. Mit meinem Link bekommst du 25% Rabatt auf ein Jahres-Premium-Abo bei Blinkist und vorher kannst du Blinkist 7 Tage lang kostenlos testen. Link ist in der Videobeschreibung. Berichte mir gerne, wie du Blinkist findest. Das ist einer der wichtigsten Prinzipien in der Montessori-Pädagogik, die freie Wahl, die sich in eine Freiarbeit ausdrückt. Das Kind hat die Möglichkeit, selbstständig zu entscheiden, wann, womit und wie lange er diese Arbeit macht und wie lange er damit sich beschäftigt. Eigentlich ist es logisch, wir achten mehr auf die Dinge, wenn wir selber am Lenkrad sitzen. So ist es auch bei den Kindern, wenn sie selber entscheiden, heute möchte ich mich mit dieser Arbeit beschäftigen, achten sie sich viel mehr, sie können sich viel schneller und besser konzentrieren und haben ganz anderes Interesse an dieser Arbeit, als wenn man diesen Kindern Arbeit vorschlägt. Du fragst dich wahrscheinlich, das klingt interessant, Freiheit, die Kinder haben einfache Freiheit, endet das nicht in einem Chaos? Das müsste doch ganz furchtbar sein, wenn jedes Kind machen würde, was er möchte. Allerdings gibt es ein Zitat dazu, meine Freiheit endet da, wo deine Freiheit beginnt. Und diese Regel verdeutlicht, dass die Freiheit bleibt im Rahmen, in dem man eigene Freiheit hat, aber auch die Freiheit von anderen respektieren soll. Von daher gibt es natürlich auch bestimmte Regeln. Innerhalb von diesen Regelwerk dürfen die Kinder sich bewegen und frei entscheiden. Und der dritte Punkt, Deep Embodiment. Die Hand ist ein ausführendes Werkzeug der Intelligenz. Das ist ein tolles Zitat von Maria Montessori und man weiß, wie wichtig ist es, mit den Händen zu arbeiten. Denn die Hand führt zu menschlicher Intelligenz. Durch die Hand erfährt das Kind, also erstmal bekommt das Kind sensorische Erfahrungen. Das bekommt er durch die Hand, indem er mit der Hand arbeitet. Deswegen sind die Materialien in Montessori-Pädagogik besonders schön und attraktiv für die Kinder. Und natürlich, das Ganze findet in einer bestimmten Umgebung statt, die super wichtig ist, um in diesen Flow-Zustand zu kommen. Und diese vorbereitete Umgebung wird natürlich von einem Pädagogen vorbereitet und das Ziel dieser Umgebung ist, dem Kind zu dienen und seinen Bedürfnissen zu dienen. Und die Materialien werden so ausgewählt, sehr sorgfältig, so dass die den Kindern und ihren Bedürfnissen dienen können und entsprechend eingesetzt werden können. Die Kinder sollen sich die Arbeit aussuchen, die nicht viel zu leicht ist und nicht viel zu schwer. Also es ist, muss diese goldene Mitte sein und erst dann, wenn die Arbeit etwas herausfordernd ist, aber auch nicht allzu schwer ist, erst dann können die Kinder in diesen Flow-Zustand kommen. Worüber wir gesprochen haben, was super wichtig ist, um die Intelligenz zu entwickeln, um zu einer Hochleistung zu kommen. Von daher spielt die Umgebung eine sehr große Rolle und in der Montessori-Pädagogik ist es das A und O, die vorbereitete Umgebung, die kostet sehr viel Zeit, die vorzubereiten. Die Pädagogen sind Diener des Kindes und die Umgebung dient auch dem Kind und dient seinen Bedürfnissen. Die Materialien sind hochwertig, die sind aus Holz, so dass das Kind auch die sensorische Erfahrungen bekommt. Und das Kind bekommt auf verschiedenen Ebenen verschiedene sensorische Erfahrungen. Es gibt Materialien fürs Hörsinn, für Geschmackssinn, für Tastsinn. Da rede ich, es gibt sogar eine ganze Gruppe von Materialien, einen Bereich und Regale, die nur sensorische Materialien beinhalten. Dazu gehören solche Materialien wie Rosaturm, braune Treppe, rote Stangen und so weiter. Es gibt ganz viele, die super attraktiv für Kinder sind und so mit allen Sinnen können die Kinder lernen und entsprechend
ist es auch Trigger, um in diesen Flow-Zustand zu kommen. Also, wenn du selber in Flow-Zustand kommen möchtest, mach deine Umgebung attraktiv. Gestalte dir deinen Raum so, dass du gerne reinkommst. Wähle die Aufgaben so, dass die nicht besonders schwer sind, aber auch eine Herausforderung beinhalten. So kannst du natürlich sehr schnell in diesen Flow-Zustand kommen und konzentriert an deiner Aufgabe arbeiten. Ich hoffe, das Video war heute inspirierend. Vielleicht gibt es dir Impulse. Vielleicht überlegst du, ob du dein Kind in einen Montessori-Kindergarten anmeldest oder nicht, oder Montessori-Schule. Und ich hoffe, ich konnte dir Impulse geben und dich überzeugen von den Vorteilen der Montessori-Pädagogik. Und davon redet nicht nur die Montessori-Pädagogik an sich und die Community, sondern auch natürlich andere Autoren wie Stephen Kotler. Die Bücher von Stephen Kotler, der sehr umfangreich sich mit dem Flow beschäftigt hat, genauso wie Mihaly Csikszentmihalyi. Diese Bücher findest du bei Blinkist. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Ich freue mich, dich in einem nächsten Video zu sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao!